Schönen guten Tag alle zusammen zum Symposium der Stiftung Medico International, weltoffene Städte, Räume einer anderen Globalisierung. Das ist, Thomas Gebauer hat das gestern schon gesagt, bereits das zweite Symposium, das unter dem Titel der Weltoffenheit steht. Die Verhältnisse und die geschichtliche Bewegung, in der wir stehen, sind, glaube ich, so beschaffen, dass es sehr gut sein kann, dass noch wenigstens ein weiteres Symposium den Titel der Weltoffenheit tragen wird. Und das ist das auch, was uns bei allen Unterschieden mindestens hier zusammenbringt. Im letzten Jahr ging es um das weltoffene Europa. In gewisser Weise kann man sagen, das Symposium von heute zielt auf eine nähere Bestimmung dieses weltoffenen Europas durch die Frage nach weltoffenen Städten. Städten der Zuflucht, Sanctuary Cities, Solidarity Cities, Städte eines anderen Europa auch. Städte nicht nur einer kulturellen, rechtlichen und politischen, sondern auch einer ökonomischen Transformation der Welt. Das war gestern Abend schon Thema auf der Abendveranstaltung, zu der wir Gesine Schwan, Helene Häuser und Richard Wolff begrüßt haben. Die beiden Letztgenannten sind heute wieder mit dabei. Gestern war es eine Abendveranstaltung mit einem Hauptvortrag und zwei Kommentaren. Heute haben wir und danach, wie immer, eine zu kurze Plenumsdiskussion. Heute haben wir drei halbstündige Vorträge, dann eine Mittagspause und dann gibt es drei Arbeitsgruppen, in die Sie sich auch eintragen können und sollten. Und zwar zugeordnet jeweils den einzelnen Vorträgen und dort gibt es dann eine Stunde Zeit direkt für die Diskussion mit der Referentin und dem Referenten. Was ich jetzt nochmal mache zur Einleitung, ist, den Horizont zu umreißen, in dem die Vorträge stehen werden und auch unsere Diskussionen stehen werden. Den Horizont, der nicht notwendigerweise eigens zum Thema wird, jetzt in den Vorträgen. Von Sanctuary Cities und von weltoffenen Städten zu sprechen, hat, wir haben das schon gehört, aktuelle, dringliche Gründe. Wahr ist aber auch, dass Städte seit Jahrtausenden schon immer auch Sanctuary Cities waren. Das Sanktuarium, der Schutz von Bedrängten und Verfolgten am Ort des Heiligen, ist eine der ältesten Einrichtungen der Menschheit und aus allen Religionen bekannt, bei uns hier in der Form des christlichen Kirchenasyls. Vom Augenblick ihrer Gründung an ist die Stadt nie nur der Ort bloß der dazugehörigen und je schon hiesigen. Das genau ist ja die Siedlung oder das Dorf, also das, was nicht oder noch nicht Stadt ist, sondern die Stadt, jede Stadt, ist immer schon der Ort der anderen, der Fremden, der von weit her Gekommenen. In der Stadt zu sein, heißt allgemein, unter Fremden zu sein. Diese Fremden aber waren immer schon nicht einfach die aus freien Stücken zugereisten und Angekommenen, sondern immer auch die Dahergelaufenen, die wortwörtlich Entlaufenen, entlaufene Sklavinnen und entlaufene Leibeigene, die in der Stadt ihren Schutzort fanden, ihr Sanktuarium, ihre Sanctuary City, ihre Stadt der Zuflucht und Ankunft. Weil das so war, wurde das nachträglich auch vom Recht anerkannt. Der auf das 11. Jahrhundert zurückgehende und uns im Titel geläufige Rechtsgrundsatz Stadtluft macht frei, legte fest, dass ein seinem Dienstherrn entlaufener Unfreier, der es geschafft hatte, sich ein Jahr und einen Tag in einer Stadt zu verbergen, von diesem Dienstherrn nicht mehr zurückgefordert werden konnte, wenn es nicht wenigstens 7 Zeugen gab, die beeideten, dass der Betreffende das Eigentum des Herrn war, der ihn jetzt von der Stadt zurückforderte. Von der Stadt und vom Stadtasyl müssen wir heute aber nicht nur sprechen, weil gegenwärtig über 60 Millionen Menschen die Stadt suchen, die für sie zur Zuflucht werden könnte. Von der Stadt müssen wir sprechen, weil heute erstmals überhaupt im Ganzen der Weltgeschichte
mehr Menschen in Städten als auf dem Land leben. Um die Bedeutung dieses Prozesses fassbar zu machen, greife ich jetzt auf Zahlen zurück, die ich alphabetisch nach den Namen der Städte anordne, zu denen sie gehören. Es handelt sich um je zwei Städte Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und zum Schluss um die Zahl der asiatischen Stadt, die aktuell an der Spitze der Tabelle der Megastädte unserer Zeit steht. Ich nenne jeweils die Einwohnerinnenzahlen der Jahre 1950, knapp etwas mehr als 60 Jahre, und der Jahre 2004. Letztere sind also heute schon um jeweils Hunderttausende, wenn nicht um Millionen Neuangekommene überschritten. Bogota, 1950 0,7 Millionen Einwohner, heute 8 Millionen Einwohner. Dakar, 1950 0,4 Millionen Einwohner, heute 15,9, heute heißt 2004. Karachi, 1950 1 Million Einwohner, 2004 13,5, neueste Zahlen über 20 Millionen. Kinshasa, 1950 0,2 Millionen Einwohner, 200.000, heute 8,9 Millionen Einwohner. Lagos, 0,3 Millionen Einwohner, 1950, heute 13,4. Lima, 0,6, in den 50er Jahren 8,9 heute. Und Tokio, 1950 schon 15 Millionen Einwohner, heute 37 Millionen Einwohnerinnen. Wenn wir uns jetzt erinnern, dass wir hier zusammensetzen, weil seit Jahren schon Hunderttausende Menschen bei uns Zukunft und Ankunft suchen und damit zum Gegenstand des politisch heftigsten Streits unserer Gesellschaft geworden sind, dann wissen wir jetzt, wer diese Menschen, die heute bei uns den Ort der Ankunft suchen, eigentlich sind. Es sind die Menschen, mit denen der Prozess der Verstädterung der Menschheit auch uns, die Einwohnerinnen des globalen Nordens, erreicht. Sie sind diejenigen, die heute nicht mehr nur in Bogota, Lima, Dakar, Karachi, Kinshasa oder Lagos den Ort ihrer Ankunft suchen, sondern endlich auch in Frankfurt, Hamburg, Köln oder Berlin. Zu diesem von weit her kommenden und unaufhaltsamen Zug der Verstädterung der Menschen, das heißt zu ihrem Einzug in Orte, in denen man unter Fremden lebt, will ich nun kurz vier für mich wesentliche Wortmeldungen erinnern. Wortmeldungen, die unseren Referentinnen hier vertraut sind und zu den Quellen ihrer Überlegungen gehören. Ich werde dann mit dem Punkt schließen, den wir von Medico aus unserer Erfahrung hinzufügen können. Die erste Wortmeldung entnehme ich dem amerikanischen Soziologen Mike Davis und seinem 2006 veröffentlichten Buch Planet des Slums. Es heißt so, weil Davis die Verstädterung der Menschheit als den Prozess ihrer Verslammung fasst und sich dabei auf die mächtigste Antriebskraft der Verstädterung bezieht, die kapitalistische Globalisierung und die alltägliche Gewalt, wie die immer entregelteren Kriege, die mit ihr einhergehen. In die Städte getrieben wird, wer auf dem Land kein Auskommen mehr findet und keine Aussichten mehr finden kann, oft auch, wer mit Waffengewalt aus dem Ort seiner Herkunft vertrieben wird. Die allermeisten von ihnen landen im Slum, in der Einkommens- und Wohnungslosigkeit, der man sich erwehrt, indem man zum Tagelöhner und mit viel Glück dann zur Mieterin, vielleicht sogar zur Besitzerin einer Hütte wird, die in ungezählten Fällen über keinen Wasser- und Stromanschluss verfügt und in einem Stadtteil liegt, in dem es weder Kanalisation noch asphaltierte Straßen und meist auch keine Kindergärten, Schulen und Gesundheitszentren gibt. Die zweite Wortmeldung stammt von dem kanadischen Journalisten Doug Sanders, dem Autor des Buchs Arrival City, Ankunftsstadt. Sanders beschreibt die Millionen von Aus- und Einwanderinnen nicht in ihrer Masse, sondern als Einzelne und als sich Vereinzelnde. In einer Vielzahl eigens nachrecherchierter Biografien dokumentiert auch Sanders das Scheitern solcher Ankunft in Elend, Gewalt und unsäglicher Missachtung. Doch zeigt er im nachdrücklichen Unterschied zu Mike Davis zugleich, dass und wie die Ankunft im Städtischen hunderttausendfach gelingt. Hängt solches Gelingen ganz unmittelbar am Finden eines Einkommens und einer Unterkunft, hängt die damit verbundene Wiederverortung, das Making Heimat,
am Wiederfinden einer gemeinsamen Sprache, einer mit anderen geteilten Lebensform und am Schutz durch gemeinsame Rechte, gleiche Rechte. Weil die Bewohnerinnen der Ankunftsstädte oft mehrere neue Sprachen erlernen müssen, wird das Erlernen dieser neuen Sprachen und der mit ihnen verbundenen Lebensweisen immer auch zu einem Abschied, der in den meisten Fällen zu einem endgültigen wird. In der Stadt angekommen, lässt man früher oder später diejenigen zurück, aus deren Mitte man aufgebrochen ist. Lässt man mit ihnen sein altes Leben, seine alte Lebensweise zurück, ist die neue städtische Lebensweise heute aber nicht einfach die alte Lebensweise der Stadt, sondern eine gänzlich neue und noch einmal prekärere Lebensweise, die Lebensweise der Revolution des Städtischen. Damit bin ich bei der dritten Wortmeldung, die mich zu dem französischen Philosophen Henri Lefebvre und seinem bereits 1970 veröffentlichten Buch La Révolution Urbaine führt. Seine 2014 veröffentlichte deutsche Neuausgabe führt mit dem deutschen Titel, Die Revolution der Städte, weiter den französischen Titel, La Révolution Urbaine, und sie tut gut daran. Tatsächlich spricht Lefebvre nämlich nicht von einer Revolution der Städte, sondern von der Revolution des Städtischen. Mit ihr meint auch er den weltgeschichtlichen Umbruch des Einzugs der Mehrheit der Menschen in die Städte. Mit diesem Umbruch aber, das ist Lefebvres zentrale These, wird der jahrhunderttausende alte Unterschied von Stadt und Land insofern hinfällig, als er künftig in einer ganz neuen Welt getroffen werden muss. Und diese Welt jenseits der Stadt und des Landes nennt Lefebvre das Städtische. Wir heute können auch sagen, die Globalisierung. Tatsächlich ist das Wachstum der aktuell 550 Städte mit über 1 Million Einwohnerinnen gar kein Wachstum von Städten mehr. Es muss stattdessen als das Wachstum von Prozessen der Verstädterung des Landes bezeichnet werden. Gemeinsam ist ihnen das Zusammenwachsen einstmals weit voneinander entfernt der Städte zu einer einzigen Megastadt oder Metropolregion, deren bebauter Raum, agrarisch genutzte Ländereien und zum Teil sehr weitflächige Brachen manchmal regelrechte Wüsteneien einschließt. Dabei werden die verschiedenen Teilstädte durch Landstraßen verbunden, die über weite Strecken hinweg an beiden Rändern durchgängig besiedelt sind und an jeder Seite mindestens von einer, manchmal auch von zwei oder drei Häusereien mit Läden, Werkstätten, Tankstellen, Schnellrestaurants und Billighotels flankiert werden. In manchen Regionen gehören dazu auch Fabriken, oft Weltmarktfabriken, oft nicht nur eine, sondern mehrere hintereinander, oft zur Straße hin von Mauern abgeschottet. Die Verstädterung des Landes ist aber zugleich eine Verländlichung der Stadt. Tatsächlich werden die an die alten Stadtkerne anschließenden Slums von Hunderttausenden, zum Teil von Millionen Bäuerinnen bewohnt. Sie bleiben den Dörfern ihrer Herkunft manchmal noch in der dritten Generation eng verbunden, bringen auf ihren Reisen zwischen Herkunfts- und Ankunftsort immer wieder das Land in die Stadt und die Stadt aufs Land und bauen so an einer Welt, die sich epochal von der klassisch bürgerlichen, auch von der klassischen Kolonialstadt unterscheidet. Hinzu kommt, dass sich die bleibende Verbindung von Stadt und Land oft über Tausende von Kilometern erstreckt. Netzwerke umschließen, die, ein Beispiel nur, von den Dörfern Bangladeschs über die Slums der bangladeschischen Megastädte Dhaka und Chittagong bis in die Slums von London reichen. Sind manche Londoner Straßen längst zu Straßen bangladeschischer Dörfer und Städte geworden, stehen in vielen Dörfern und Städten Bangladeschs Häuser, die denen der Mittelklassevororte Greater Londons ähneln wie ein Ei dem anderen. Damit bin ich bei der vierten und letzten Wortmeldung, der Wortmeldung der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guero und des Schriftstellers Robert Menasse. Sie findet sich nicht in einem Buch, sondern in dem Artikel Grenzen abschaffen und laufen lassen,
mit dem die beiden im Februar 2016 viel Staub aufgewirbelt haben. Guerrero und Menasse intervenieren mit ihrem Artikel in den Kampf um den Sommer der Migration und um die Bewegung des Willkommens, die das Jahr 2015 in Europa geprägt haben. Ihre Intervention lässt sich in zwei Punkten verdichten. Der erste ist schon im Titel und dem Ausrufezeichen an seinem Schluss ausgesprochen. Grenzen abschaffen und laufen lassen. Ausrufezeichen. Der zweite gilt dem allseits beliebten Zauberwort von der Integration der Fremden in die Kultur ihres jeweiligen Ankunftslandes. Ihm setzen sie eine alte Wahrheit entgegen. Als Orte des Ankommens von Fremden waren Städte immer zuerst Orte der Segregation, nicht der Integration. Als fremde Einzelgängerinnen auf die Hilfe von Verwandten und Landsleuten angewiesen, sammelten sich die frisch Angekommenen immer erst in ihren eigenen Vierteln, manchmal gleich in eigenen Städten, Chinatown, Little Italy, New Hanover, New Hampshire. Später erst wurden sie zu Orten der Integration, dann nämlich, wenn Neuangekommene zu den Alteingesessenen weiterzogen und dann, wenn sich umgekehrt Alteingesessene in den lebendigeren Neustädten der Fremden anzusiedeln begannen. Daraus schließen Guerrero und Menasse kurz und knapp, ich zitiere, wie wäre es, wenn Flüchtlinge in Europa Bauland zugewiesen bekämen, benachbart zu den europäischen Städten, aber in einem Abstand, der die Andersartigkeit wahrt. Damit würde man einen Möglichkeitsraum an nebeneinander real existierenden Lebensentwürfen und Lebensmodellen schaffen. So entstehen Neu-Damaskus und Neu-Aleppo, Neu-Madaya inmitten von Europa oder auch Neu-Diyarbakir oder Neu-Erbil oder Neu-Dohuk für die kurdischen Flüchtlinge. Vielleicht auch Neu-Kandahar oder Neu-Kundus für die afghanischen Flüchtlinge oder Neu-Enugu oder Neu-Ondo für die nigerianischen Flüchtlinge. Europa ist groß und demnächst leer genug, um ein Dutzend Städte und mehr für Neuankömmlinge aufzubauen. Wir stressen uns nicht mit Integration. Wir färschen die Flüchtlinge nicht in unsere teilweise heruntergekommenen Vororte oder in unsere teilweise zersiedelten und verödeten Landschaften im ländlichen Niemandsland. Wir konzentrieren sie nicht da und dort in Heimen, die abzufackeln das Herz nationaler Patrioten wärmt. Wir spielen ihr Recht auf Behausung und ihr Recht auf Arbeit in der neuen Heimat nicht gegen Wohnungen und Jobs für das untere Viertel unserer eigenen Gesellschaft aus. Wir reiben uns nicht einander und nicht gegeneinander auf. Kurz, wir verzichten auf Integration. Dabei gilt, immer noch Zitat, dabei gilt das Recht der EU für alle. Das ist allerdings wichtig, jus aequum, der gemeinsame, gleiche Rechtszustand für alte EU-Bürger wie für die Neuankömmlinge, statt Leitkultur Bürgerrechte für alle. Ende des Zitats. Damit sind wir bei der Medico-Erfahrung, bei Erfahrungen, die wir unseren Partnerinnen in Beirut, Kairo, Nairobi, Port-au-Prince oder Karachi verdanken. Dass die deutsche Botschaft in Beirut und hinter ihr die deutsche Migrationspolitik unserem Partner Ghassan Issa die Ankunft in Frankfurt verweigert haben, wurde gestern schon gesagt. Die Städte unserer Partnerinnen sind heute schon Ankunftsstädte von Abermillionen Neuangekommenen und überall fordern diese Neuangekommenen die Gleichheit der Rechte ein. Insofern haben Guerrero und Menasse recht. Doch haben und das ist die Schwäche am Artikel der beiden, doch haben die Neuangekommenen dieser Städte nicht mehr die Chancen, die die Neuangekommenen Europäerinnen des 18., 19. und 20. Jahrhunderts in den USA hatten. Chancen, die sie sich im Übrigen erst über Jahrzehnte erstreiten mussten, Chancen auch, die sie mit Gewalt denen gestohlen haben, die vor den Europäerinnen in Amerika lebten. Die Welt des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr die des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Deshalb reicht die Garantie gleicher Rechte, so unverzichtbar sie ist, heute nicht mehr aus.
Wenn die kapitalistische Globalisierung mit ihrem globalen Elend und ihrer globalen Gewalt eine wesentliche Antriebskraft der Verstädterung der Menschheit ist, dann gilt es immer auch, Alternativen zu diesem Elend und zu dieser Gewalt zu finden. Die Debatten des heutigen Tages sind, so hoffe ich, diesen Alternativen auf der Spur, und sie werden deshalb auch den Widersprüchen auf der Spur sein, unter denen wir diese Alternativen entwickeln werden. Dankeschön.